USA, USA, USA. Ja, so freut sich jeder Amerikaner, begrüßt zu werden und dementsprechend willkommen bei Let's Play World of Warships und hier jetzt also endlich auch das erste Schlachtschiff der USA, der die Tier 3 South Carolina oder das Tier 3 Schlachtschiff South Carolina. So freut sich jeder Grammatikkünstler unter euch. Jetzt sind wir zweimal drumherum geflogen, deswegen, nun gut, wir springen ins Gefecht und los geht's! Schön in der glücklichen Lage zu sein, ein Top-Tier zu haben, und zwar eben hier in diesem Tier 3 und 2 Gefecht. Das ist gut, das macht Spaß. Deswegen, los geht's! Karte ist hier Islands. Man sieht eben die kleinen Inseln überall verteilt. So, unsere Reichweite ist bei 11 Kilometer. Das heißt, wenn dementsprechend irgendwas in unsere Reichweite fährt, bekommt da gleich einer auf den Deckel. Das ist zumindest der Plan. Du bist leider so am Fahren, dass ich da nicht drauf komme. Aber auf dich komme ich drauf. Ich muss nur noch ein bisschen hier so fahren. Beziehungsweise, weil noch langt das Vorhalten einfach nicht. Ich glaube, ich gehe lieber auf die... Ah, jetzt kommt sie natürlich schon schön langsam. 5 Sekunden circa. Jetzt probieren wir es einfach mal. Ah, knapp daneben. Knapp daneben ist auch vorbei, wie man so schön sagt. Und die andere Kawachi, die hat hier dann gleich richtig gemacht und mich so betroffen, wie ich das hätte machen wollen. Leider ist die Bewegung nicht so... So, leider ein niedriger Treffer. Oh, was kommt denn da? Was machst denn du hier? Wenn ich jetzt noch nachgeladen hätte. Oh, 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 da kommt... So, da konnte ich ihn zwar den einen versenken, aber habe jetzt hier auch einen Wassereinbruch. So. Dich gleich mal aber ordentlich ein, aber das Gegnerteam ist hier natürlich ordentlich am Cappen. Da kommen schon die nächsten Torpedos wieder an, aber diesmal sind es eigene. Da muss man natürlich aufpassen. Reparieren wäre auch mal schön, aber das klappt leider noch nicht so, wie ich das gerne wollen würde. Wenigstens hier C gekappt. So, nochmal ein 5000er Hit. So, jetzt konnte ich endlich reparieren. Hier auf den nächsten Zerstörer wieder aufpassen. Der mich hier auch gleich definitiv eindeckt. Ja, wusste ich's doch. Und jetzt steckt er mich auch in Brand.
Das ist natürlich jetzt alles keine schöne Ausgangslage, bis ich reparieren kann, bis ich wieder nochmal mich heilen kann, sage ich jetzt einfach mal. Dauert es noch 20 Sekunden. Das dürfte sich so nicht ausgehen. Ich denke mal, ich werde leider das Zeitliche segnen. Beziehungsweise es wird saueng. Ach, gerade so noch. Scheiße, knapp. Aber auch dann muss auch erstmal das Feuer gelöscht werden. Feuer ist aus. Jetzt muss ich mich hier im Kampfgeschehen definitiv mal ein bisschen zurückhalten. Ah, die South Carolina, die liegt eigentlich ganz gut. Da, oh, da konnte ich noch einen schönen Treffer landen. Wie gesagt, mein Ziel ist jetzt nochmal hier abzuwarten, bis ich mich heilen kann. Naja, ich sage es und dann kommt dann das Gegenfeuer von der South Carolina. Schade, schade. Ich hatte, oh, oder hatte gehofft, dass er sich so ein bisschen auf die anderen konzentriert und nicht so auf mich, aber hat wohl nicht sollen sein. Wenigstens eins zerstören können und das Schiff so ein bisschen präsentieren können. Wir schauen uns jetzt einfach hier noch eine andere South Carolina an. Dann ist das Let's Play für sich doch ganz rund. Aber nicht so spannend. Deswegen springen wir doch lieber auf die Zerstörer. Die sind hier ein bisschen die aggressiveren. Aktuell schaut es leider für den Gegner sehr, sehr gut aus. So, mal schauen. Hat er noch einen gefangen hier, der Zerstörer? Konnte er jetzt schön umgehen. Aber die Tickets schießen gnadenlos nach oben. Oh, oh, oh. Die waren aber eng. Da sieht man schon, es ist einfach schon, so einem Zerstörer zuzuschauen, das ist schon spannend. Besonders wenn der jetzt nach... Wow, der ist der noch getroffen hat. Sehr ordentlich. Also er deckt hier das ganze Feld mit Torpedos ab. Da konnte er sogar einen treffen. Ich glaube, das ist einer sogar von ihm gewesen. Man sieht schon, also die Nachladegeschwindigkeit der Torpedos ist schon sensationell. Und das ist für so einen Zerstörer schon, für so ein Schlachtschiff. Und er macht da Wahnsinn. Hat er ihn weggemacht. Damit steht es in Anführungszeichen nur noch 4 zu 6, wenn man mal die Schiffe mal einfach als Parameter reinnimmt und nicht die Tickets. Jetzt muss er aber aufpassen, weil vor ihm kommt jetzt hier der andere Zerstörer, nicht, dass er den übersieht. Ne, macht er nicht. Man sieht schon die Torpedoausrichtung. Wobei ist da die Frage, soll er da nicht einfach normal drauf schießen, weil die Zerstörer mit Torpedo zu treffen ist nochmal eine andere Kategorie. Unsere South Carolina hier hat massivste Probleme und ist jetzt weg. Aber dafür haben die anderen auch gerade zwei Schiffe verloren. Die Chester hier und dann
Nicht in den Himmel schauen. Aber das Ticketsystem ist natürlich gnadenlos. Zieht runter. Ich denke mal, Rauch hat er hier auch nicht mehr viel am Start. Torpedos auf jeden Fall dafür jede Menge. Aber jetzt cappen sie auch noch C. Also das Gegnerteam hat hier verdient gewonnen. Das muss man ganz klar neidlos anerkennen. So, wo sind die nächsten Torpedos? Da fliegen sie doch schon los. Er schießt auch, also jetzt ist er definitiv sichtbar. Da kommen die Schüsse zurück. Noch wird verschossen. Aber das Ticketsystem erledigt seine Aufgabe jetzt im Augenblick direkt. Und dann schauen wir doch mal unser eigenes Ergebnis an. 63.000 gab es raus. Ich habe mich im oberen Drittel positioniert und konnte doch 20.000 Schaden machen für Tier 3. Finde ich mal unterm Strich nicht schlecht. Ist ein bisschen ungünstig gelaufen, aber naja. Und bei Team, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.